Ein Tiger im Wald, nicht auf vier Pfoten, sondern auf Ketten, ist derzeit die Maschine mit dem Namen Königstiger T25 Moor im Haßbruch unterwegs. Die Holzerntemaschine umgreift den Stamm, sägt und packt zu. In kurzer Zeit fällt der Königstiger reihenweise morsche Eichen. Was die Waldarbeiter vorher in mehreren Monaten mit Motorsägen erledigten, schafft die Maschine aus Bayern in wenigen Wochen. Im Januar und Februar wollen Revierförster Jens Meyer und seine Kollegen dann auf 10,7 Hektar 37.000 neue Eichen pflanzen.